Der Unterricht fiel in Erlangen für einen Tag aus. 80 Millionen Euro für die NS-Gebäude in Nürnberg. Und die grüne Nacht ist wieder erwacht. Am 21.10.2023. Am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen, den am Mittwoch, dem 27.09.2023, eine Bombendrohung ein. Das Schulgelände wurde daraufhin geräumt. Mit Spürhunden suchten die Einsatzkräfte nach Sprengstoff. Gefunden wurde aber nichts. Am 21.10.2023 ist es wieder soweit. Die lange Nacht der Wissenschaft startet wieder durch. In Erlangen, Fürth und Nürnberg gibt es wieder wissenschaftliche Angebote für Kinder und Erwachsene in verschiedenen Bereichen der Technologie, KI, dann natürlich Physik und Biologie oder viel andere, um einfach einen Blick hinter Kulisse zu werfen, die in Nürnberg führt und Erlangen hinter verschlossenen Türen stehen. Schaut gerne vorbei. Von 14 Uhr bis 17 Uhr ist auf jeden Fall das Kinderprogramm für die Kinder und ab 18 Uhr bis 1 Uhr ist eben das Erwachsene-Programm. Viel Spaß! Am vergangenen Donnerstag hat der Bundestag die Einrichtung eines weiteren Haushaltsausschusses beschlossen. Dieser Ausschuss wird sich mit der Bereitstellung von Geldern für eine neue Ausstellung über das Konzentrationslager in Dachau befassen. Insgesamt werden rund 80 Millionen Euro für den Bau in drei Gebiete und der Gestaltung dieser Ausstellung zur Verfügung gestellt. Diese interaktive unterstreicht die Bedeutung der Erinnerung, Kultur und die Notwendigkeit, die Geschichte der Konzentrationslager aufrecht zu erhalten und zu vermitteln. Das waren wieder die News der Woche von dieser Woche. Ich wünsche euch einen wunderschönen 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Wir sehen uns am kommenden Montag wieder. Schönen Tag, tschüss, schöne Woche, ciao.